Willkommen zurück hier im Game. Ich habe gerade gedacht, Wüstenfuchs hätte nichts ausgewählt gehabt. Oh. Wusstest du, dass Bayern aus dem Länderfinanzausgleich tatsächlich Geld erhält und nicht reinzahlt? Was? Die haben am meisten gezahlt. Meinung, was? Ja, die zahlen eine Menge rein, aber sie kriegen auch was raus. Natürlich. Sie kriegen ihr Geld halt zurück einfach. Bayern wäre, glaube ich, das einzige Bundesland, was sich unabhängig machen könnte und es überstehen würde. Nein, nein. Die Zölle könnte es nicht bezahlen. Natürlich. Reich. Und wie will, wie will ein Land ohne Meeranschluss bitte sehr bestehen? Hast du mal die Zentralafrikanische Republik gesehen, Österreich, was das für ein armes Land ist? Ja, merkst du, dass Österreich völlig nutzlos. Aber wir bestehen. Wir bestehen. Weißt du, die Zollunion ist eine der größten Errungenschaften, die unter Bismarck eingeführt wurde. Und du willst es wieder kaputt machen. Bist du bescheuert? Ist unter Bismarck, nicht durch Bismarck, wohlgemerkt. Der Bissi Bismarck. Wie gesagt, Österreich hat auch einen Meerzugang und bringt's uns um. Naja. Kurze Frage, was ist hier gerade passiert? Wer ist von wirtschaftlicher Bedeutung? Österreich oder Deutschland? Keine Ahnung. Die Schweiz allerdings ist wirtschaftlich nicht verkehrt und auch unabhängig vom Wasser. Außerdem willst du Österreich gerade mit Deutschland verhören? Ja, es gibt schon genug Steueroasen in Europa. Also die Schweiz ist ja eher ein Finanzhandel. Da braucht man keine Schiffe für. Lemmy, wie viele Einwohner hat Deutschland? 80. Wie viele hat Österreich? 40. Was? Hä? Oder 30, keine Ahnung. Ich hab mir auch Österreich hat 8 Millionen Einwohner, Junge. Hast du viele in Berlin? Nur 8. Nur 8? Ich wollte gerade sagen, ja, ihr habt so viele Leute in einem Land wie Berlin als Stadt fast. Ja. Wir sind halt alle reiche Bonzen, uns gehört halt so viel Land. Ach du Scheiße, ist billig, Mann. Du musst mal einen Kappa bei deinen Dings dahinter setzen, dann versteht man das eher, was du meinst. Ich verstehe das, was bedeutet Kappa? Kappa ist, dass du es ironisch meinst. Ah. Gib mal Kappa im Twitch-Chat ein. Bitte, kein Kappa. Wenn du hier Kappa eingibst, dann... Das sind nichts. Der Kappa ist hier auch so ein normales Gesicht. Das ist irgendwie lustig, wenn du hier Kappa eingibst. Also ich hab euch. Das sag ich mal so. Ich war in Tübingen am Tag der Mathematik. Da war so ein Mathe-Professor. Der hat uns irgendeine Scheiße vorgerechnet, bei der ich gedacht habe, ich muss heulen. Da hat er auch Kappa für verwendet. Und ab dem Zeitpunkt hasse ich Kappa und verbinde es mit einem traumatischen Erlebnis. Man merkt einfach deine Intelligenz, weil du weißt, wie viele Einwohner Österreich. Echt so. Los, mein werter YouTube-Chat. Bombt 30 mit Kappa Millionen. Zu. Hatten wir vielleicht kein die Zeit Kappa. Unserer Monarchie? Ja, als hier noch Österreich-Ungarn war, oder was? Ja, die guten alten Zeiten. Da hatten wir vielleicht nein, die 50 Millionen Einwohner. Nein, damals gab es weniger Menschen. Nee, Österreich hatte damals so um die 50 Millionen Einwohner. Österreich-Ungarn. Der Chat ja, ist voll mit Kappa. Ja. Ach du Scheiße, ich hab Wüstenfuchs gern. Ja, Kappa! Das schreibt er in einem Kappa-Storm, also. Hä? Ja. Was? Wer schreibt? Jemand hat in einen Kappa-Storm reingeschrieben, dass er dich gern hat. Ach, wie schön. In einen Kappa-Storm. Das Kappa hier ist ja nicht so schlimm. Das versteht er nicht. Ja. Das Gesicht ist auch nicht schlecht. Es ist halt einfach nur ein scheiß Grinsen. Ja, aber es hat eine Nase. Das haben die ganzen anderen Gesichter nicht, oder? Heiko? Nee, die anderen Gesichter haben alle keine Nase. Ja. Fändest du es nicht auch gut, wenn man einfach jeden Menschen zum Terroristen erklären könnte, wenn der dir nicht Nein. passt? Nein. Wieso nicht? Dann könntest du Linke zu Terroristen erklären. Das ist ja das Problem und genau das möchte man nicht haben. Erklären. Ja, dazu müsste eine Linke... We did it, Chat! We did it! So, gut. Ich werde eins mit dem Chat, ich assimiliere. Assimilieren. Alter, Flemmy, ist es eklig. Was macht Flemmy? Ekelhaft das? The Sill Lord schrieb, 1914 hatte Österreich-Ungarn 52,8 Millionen Einwohner. Sind ja gut groß geworden. Guten alten Zeiten, da wo Ungarn das heißt 40, und Tschechen... Das heißt, 44 Millionen davon lebten in Ungarn. Nee, es gab auch noch andere Tschechien. Gebiete. Müsste man es da nicht eher Ungarn-Österreich nennen? Ja. Eigentlich schon, ne? Ach, Junge, du hast das auch mit der Monarchie nicht ganz begriffen, oder? Ja, gut, wer recht hat. Das ist mit der war Volksunion. Also. Wir waren keine Volksunion, Junge, wir waren eine Monarchie, da hat einfach das österreichische oder das ungarische Königshaus geheiratet. Deswegen ja, ist es Österreich-Ungarn. Wieso muss denn das Kleinere das Größere? Ist es nicht für gewöhnlich umgekehrt? Doch, Flemmy! Königshaus kam aus dem Größeren. So, Ungarn ist doch größer. Nicht nur flächenmäßig? Das Königshaus kam aus dem Kleineren, so rum.
Ja. Alter, führ deine Kriege nicht auf meinen Boden. Tu ich doch nicht. Aber ernsthaft, Flammy. Bosnien und so weiter waren ja auch noch in Österreich-Ungarn. Ich wollte gerade sagen, Jugoslawien. Jugoslawien. Das ist ehemalige Geh von meinem Land weg! Heiko hat die Ritter immer noch nicht erobert. Teile Bulgariens, Teile Polens. Oh ja, ich erobere die Ritter jetzt. Ganz ehrlich, das Osmanische Reich sollte für die Inseln richtig fetten Malus durch Piraten bekommen. So, 80% höhere Pirateneffizienz. Alter, es wäre geil, wenn ich den Krieg erkläre, dann bin ich gleichzeitig mit Venedig im Krieg. Tut mir leid, Karan. Heiko, ich will nach Venedig. Heiko, dann macht es vielleicht Sinn, wenn du sie nicht eroberst, sondern tatsächlich nur Krieg erklärst. Und mit nein, Venedig habe ich letztes Mal schon so halb getötet. Jörn? Heiko, kannst du mir dann Verona geben? Willst du das EU4-Projekt lieben und achten und ihm die Treue halten alle Tage deines Lebens? So sage ich ja. Willst du jetzt heiraten? Jörn Z hat sich jetzt mit dem EU4-Projekt. Das ist Verona. Wo ist denn Jörn Z hin? Venedig, ja, links von Venedig. Ich bin immer noch. Ja, nein, du möchtest das wirklich haben. Ja, warum nicht? Gut, dann lade ich dich in Krieg ein. Oder? Warte. Strategie mit S. Ja, ich müsste scoren können. Ach, Jörn, du willst Italien möglichst viel. Ich schicke gerade meine Armee dahin. Will ich das? Ja, willst du. Nein, du willst Italien nicht. So geschieht es. Laut Strategie mit. Habsburger sind ursprünglich Schweizer. Lass die Debatte beginnen. Ich weiß. Also, Jörn, fingiere an. Ich weiß, Debatte beendet. Kriege zu erklären und dann, wenn du eine gute Gelegenheit hast, erklär Krieg oder erobere so viel du kannst. Ich bin auch nicht stolz auf die Habsburger. Hol dir Hilfe von anderen Leuten. Kanada die Habsburger in Zuchtbande. Marokko. Ich bin ja nicht stolz auf die Habsburger. So, ich war nie ein Freund der Monarchie. Nein, das sagst du jetzt. Weil er unter einer Monarchie nicht mehr als der Hofschnarr geschafft hätte. Oh, diese. Junge. Und den auch noch für einen Tag, dann wäre er geköpft. Flammy. Weil er dazwischen geredet hätte. Wieso ist Flammy eigentlich noch im TS? Er spielt doch gar nicht mit bei mir auf YouTube. Das ist ja in diesem Event auch kein Ausschlussgrund. Doch, eigentlich schon. Heiko macht das zu einem Ausschlussgrund. Jetzt. Sofort. Ach ja. Die Habsburger waren Heiko. Schweizer ursprünglich Heiko aus dem will seinen größten Finanzier doch nicht davon. Ja, eben. Ich meine, dank Flammy habe ich heute schon ungefähr 90% einer Joscha-Flasche leeren dürfen. Und das ist sogar begründet. Also, ich gebe dir eine 50€ Passive-Card, wenn du willst. Oh Gott, Wüstenfuchs, du verlierst einen deiner größten Anhänger. Theodom. Ich hab Angst. Wird hingerichtet. Ja, warte. Theodom sagt, steinigt Wüstenfuchs auf dem Scheiterhaufen, weil er gegen die Monarchie ist. Du hast einen deiner größten Anhänger verloren. Er sagt ja nicht, ich bin gegen die Monarchie. Ich sag, ich bin nicht für die Monarchie. Das ist du hast gesagt, du bist dagegen. Du hast gesagt, dass du dagegen bist. Baumlord sagt, Heiko vernichte Wüstenfuchs. Ich entscheide, was ich aber das gesagt geht habe. Nicht. Er gehört zum EU4-Koop-Projekt und deswegen wird er nicht ausgelöscht. Darf ich mal kurz was anderes sagen zum letzten EU-Projekt, Heiko? Da habe ich mal, ich habe mal das Heilige Römische Reich gespielt und mich als Kaiser fett gemacht. Du bist so übertrieben mächtig, wenn du. Das ist absurd. Ja, und die anderen dann nicht. Also selbst mit den wenigen Prinzen, die du gehabt hättest, hättest du das noch schaffen können. Heiko Flammy ist wieder klug, Schatz. Kannst das du den nicht rauswerfen, Junge? Heiko, wollen wir mal einen Krieg führen? Aber man merkt, ich habe Hass und Wüstenburg. Kurze Frage, kann ich auch Bündnisse mit KI-Spielern? Also KI machen? Theoretisch, wenn, also wenn sie Sinn machen, logischerweise nicht mit Korsika oder so. Nur mit Moslems. Theoretisch, das wäre Roleplay-mäßig, aber eine Frage, kann mir jemand Geld schenken? Ja, ich hab alles ausgegeben. Du bist die reichste Nation in unserem Nation bei uns. Ich mach 11 pro Monat, aber ich bräuchte so ungefähr 3 Jahre, bis ich meine Armee wieder fertig rekrutiert hätte. Wenn du deine Armee nicht auffüllst. Heiko, gegen wen möchtest du nochmal Krieg führen? Venedig, das tot ist? Ja, und die Ritter. Wow. Okay, die Armee, die ich hab, reicht. Heiko, geldgeiles Schwein. Ja. Und Heiko, versuche zum Herrscher des Heiligen Römischen Reiches zu werden. Ja, das ist auch mein Ziel. Jetzt werde ich kein. Warte, ich will aber eigentlich das Heilige Römische Reich auflösen. Theodom sagt, er hat mich schon verloren, das kannst als du, wenn er uns Vorarlberger als Verräter abgestempelt hat. Stimmt. Ja, sind sie ja auch, wenn sie zur Schweiz wollten, ne? Aber geht's, ne? Heiko, die Venezianer haben 20 Galeeren. Der Nils Klukas fragt, Heiko, bei mir funktioniert der Stream nicht. Kann mir jemand helfen? F5. Ja, das hört ihr ja in dem Fall nicht. Einfach reinschreiben, F5 drücken. Heiko, wir brauchen mehr Galeeren. Bitte kann mir jemand Geld schenken, dass ich schnell eine Flotte aufbauen kann. Ja, egal wie viel, schenk mir alles, was du hast, kriegst du auch wieder zurück. Nimm doch einfach ein paar Darlehen auf. Nein.
Stalin sind in dem Spiel einfach. Boah, danke. Also ich bin rausgeflogen. Das warte, war was? Übrigens nur ein Drittel meines Ich bin Geldes. Vorhin asynchron geworden und jetzt bin ich rausgeflogen. Dann seid ihr asynchron geworden, genauso wie Battlefield. Oh. Kacke. Allianz wird aufgelöst. Mamelukenreich, du hasch mich, das weißt du, gell? Und dadurch... Ja, das kann man ja im Spiel wieder schnell umändern. Heiko, der Stream heute steht wirklich nicht unter einem guten Stern. Echt nicht. Heiko braucht dringend einen EU4-Crash-Kurs vom Baumlord. Mamelucken beleidigen mich, wollt ihr Krieg? Ich hab mit 4000 Mann 16.000 Briten vernichtet. Kommt her. Herodom sagt, Wüstenfuchs, du weißt schon, dass der Rest Österreichs zu Deutschland wollte? Der Rest Österreichs? Ja klar, aber das durften wir halt nicht nach dem Ersten Weltkrieg. Echt? Und heute will keiner mehr nach Deutschland wegen Merkel. Ich selbst eingebracht. Ist ja auch verständlich. Und wegen Bayern. Wir würden nämlich so kurz... ungefähr sowas wie Bayern werden. Wir würden das neue Bayern von Deutschland werden, Alter. Ich bin mal kurz für 2-3 Minuten kurz AFK. Oh. Indessen kann der Chat wieder einen Kappa-Storm lostreten. Ihr könnt es, Chat. Ich vertraue euch. Heiko, kannst du nicht jeden blockieren, der sowas schreibt? Theoretisch könnte ich das, aber nein. Es ist lustig. Damit halte ich den Chat an und die schreibende Menge. Dann liberale ist schön, Schwuchtel. Doch! Warte, was? Hast du wie schon bitte? Verstanden? Nicht du, Nachschlag. Heiko. Achso. Okay. Ja. Was? Warum? Naja, weil er Leute nicht bannen will. Das ist liberal. Und das funktioniert ist der Kappa-Sturm. Sag mich ich zu Wort, ich bann alle. Sogar mich selber, wenn ich Kappa schreibe. Ein Scherz, ich würde es natürlich nicht tun. Ich würde nur Heiko bannen. Ich möchte eine Frage. Du müsst Kappa mit großem K schreiben. Heiko? Ja? Ich kann dich bitten, nach Kastilien zu gucken. Ich habe gerade einen Krieg angefangen. Es gibt Wichtigeres als Kriege. Da warst du selbst gerade ein. Ja, aber ich habe meinen halt. Therodom, nein, ich brauche keine Hilfe beim Vorlesen. Noch nicht. Wenn ich, habe ich hier noch Flemmi. Ne, Flemmi? So alt sind wir noch nicht. So alt sind wir noch nicht. Flemmi mag dich nicht besonders in Schandner Schlaf. Doch, ich liebe ihn. Oh, warum wählen alle Quantität als erste Idee? Weil die cool ist. Mein Gott, Johannes ist auch rausgeflogen. Das ist aber dämlich. So, ich gehe dann mal kurz für eine Minute ab. Machen wir in 1-2 Minuten Rehost. Also, nee, nicht in 1-2 Minuten, aber in ein paar. In 15 Minuten, dann haben wir 30 Minuten gespielt. Heiko? Ja? Warte, ich schau auf Discord. Mist! Was? Nicht so wichtig. Da sagt das nichts mal in den Gedanken. Nein. Ich wollte eigentlich laut nein schreien. Aber ich habe einen Kappa geschrieben, was sich nicht umgewandelt hat. Was ist denn das für ein Quatsch? Wieso hast du Leon freigelassen? Ich habe Pläne. Ich habe große Pläne. Außerdem können mich dann nicht mehr die Unabhängigkeitsrebellen von Leon nerven. Die können trotzdem noch kommen. Nee, weil Leon existiert ja jetzt. Ja, und dann kommen halt Nationalisten. Nee, denn die haben keine Kampfpoints bei mir. Da haben sie doch. So! Wenn die gar keine Kampfpoints hätten, dann wären auch überhaupt keine Nationalisten gekommen. Sei doch still. Kappa Storm activated, jawohl, okay. Heiko noch am Leben? Ja, ich bin noch am Leben, aber ich verkacke gerade den Krieg und wir spielen auf Geschwindigkeitsstufe 1. Heiko, du bist inkompetent, habe ich dir schon gesagt. Dann machen wir schneller. Ja, wir speichern ab, machen Rehost. Ah, verdammt, oh, nee, kann ich nicht wegen Yannick, der nimmt ja auch auf. Wir müssen jetzt schon 20, 30 Minuten durchhalten. Heiko, ich bilde dir mal ein Bündnis. Ich gehe schnell zu Yannick. Yannick, wir haben aufgrund von vielen technischen Problemen und vielen Dingen, machen wir, sobald du mit dem Part fertig bist, ein Rehost. Okay, ich melde mich dann, okay? Genau, ja, ich bin oben. Wir hatten alles technisches Problem. Ja, es sind Mameluke und die Golden Horde sind rausgeflogen. Ja, also ich brauche dann noch so 17 Minuten. Okay. Channel switched. 17 Minuten Rehost.
Mojo, du kannst die Geschwindigkeit nicht halten. Das ist sehr schlecht. Das ist ein Grund, um dich rauszuwerfen. Ja. Ich überbringe jetzt die schlechten Botschaften für Heiko, habe ich ja nicht entschieden. Nachricht an Chrissy, er trennt sich von dir. Oder was? Ich der auch noch? Was? Ich der auch noch? Für was? Hä? So, was heißt nicht der Lord? Janik hat sich doch auch schon von mir getrennt. Oh, das ist mir leid. Ja. Jetzt mal ernsthaft, was für eine Ideologie vertrittst du? Ich denke, eine sehr inhaltsleere von The Zillord. Was für eine Ideologie vertrittst du? Ernsthaft jetzt, ganz echt? Das hat er im Chat gefragt. Konservativ-liberal. Konservativ-liberal. Die Venezianer haben eine ganze Flotte versenkt, das ist schön. Na, solange du ja die Kriegsgründe hältst, ist alles gut. Kriegst du den Chor. Dass mir die Leute das. Ich glaube, ich fürchte, die Leute werden. Leute, ich brauche einen dritten Krieg gegen die Venezianer wahrscheinlich. Beim nächsten ruf mich einfach dazu, dann komme ich mit 4000 Mann für nicht ihre Armee. Ich habe doch letztes Mal ihre komplette Flotte versenkt. Und die so schnell eine neue hergeholt. Das Geld? Ist Venetien. Die haben mehr Geld als Verstand. Lemmy. Money, money, money. Ja. Geht im Chat was Spannendes nachschlappen. Ach, ich hab zu viele Truppen, das ist ja. Geht im Chat was Spannendes. Nö, momentan nicht. Außer ein paar Witze, aber die lese ich nicht vor. So weil schlimm. Sie so schlecht sind. Ja. Ja, oder weil sie halt einfach nicht angemessen sind oder doof sind. Ich passe zur Situation. Ich habe nur noch eine nicht-muslimische Provinz. Und das ist Lissabon. Und das wird gerade. Hilfe. Konvertiert. So, genau, konvertiert. Der Papst statt erobert Florenz. Vielleicht wird er noch ein gefährlicherer Gegner als gedacht. Das Schlimme ist, ich habe bald eine Grenze zu Frankreich. Das ist nicht gut. Aber ich habe die früher als du. Das ist nicht mal. Allgemein würde ich jetzt. So spielen wir auf 1. Müssen wir jetzt eher auf 3. Ja, jetzt spielen wir auf 3, aber gerade eben war es auf 1. Weil einer die Geschwindigkeit nicht halten kann. Ja, ich glaube, ich weiß auch wer. Ja, ich weiß auch schon, was wir mit ihm machen. Ich nicht. Heiko? Ja? Du hast gerade ein Bündnisfall, habe ich gehört. Ja. Dann biete ich es dir jetzt an. Nee. Doch, du musst es an. Marokko, kannst du eine größere Armee haben? Ja, kann ich. Könntest du mir auch leisten. Wie viel? Warte, ich guck gleich. Ich könnte insgesamt 28.000 Mann haben. 48. 28. Ach so. Ich wollte schon sagen, weil meine Armee ist gleich groß wie deine. Ja, ja, es liegt nur daran. Und du bist halt dreimal so groß wie ich. Ich will nur Geld machen. Gar nicht so unklug. Und in den Spanienkriegen hat sich bisher eine große Armee noch nicht für nötig erwiesen. Ach, wie schön. Gleich jetzt sehe ich ja, was Heiko macht. Heiko, du kennst die Geschichte, wie Rhodos in Wirklichkeit gefallen ist, oder? Nee, wie? Durch monatelange Belagerungen, bei denen zahllose Osmanen gestorben sind. Zehntausende, zahllose, ist doch egal. Als nächstes musste dann. Aber er Budapest hat gewonnen. Und er musste nicht mal alle Bewohner abschlachten. Ja. Als nächstes muss er dann. Was war diese Festung? Die große da im Balkan. Belgrad? Nein. In Ungarn da. Hat er die schon? Du kannst Portugal angreifen. Kann ich das? Könnte ich machen, aber das würde mir nichts bringen. Wieder zwei. Rekrutiere ich mir mal einen.
Was? Oh, Heiko? Ja. Mal in, auf die Religionskarte. Gleich. Protestantisch ist da. Ja. Ach, das ist schön. Jetzt und schon. Böhmen wird protestantisch. Schon seit 5 Jahren oder so. Schön, dann verfallen die demnächst in Konflikte. Muss nicht sein. Das wir können keine Kaiser sein. Heiko, erinnerst du dich an unser erstes EO4-Projekt? Es ist noch nicht so wirklich. Oh, ich krieg von The Zillot einen Keks. Finde ich super, danke. So, schau ich mal wieder ein bisschen in den Chat rein. Machst du schneller? Was ja. Macht ein Venezianer, wenn ein toter Osmane vor ihm liegt? Aufhören zu lachen und die 4000 Marokkaner, die angerannt kommen, niederschießen. Okay. Die Schweiz hat auch verschiedene Kulturen. Sie ist halt einfach eine Willensnation. Und ich krieg auch von Lord dort auch einen Keks. Warum kriegst du Kekse? Weil ich den Job hier im Chat ganz gut mache, weil ich hier den Kappa-Storm lostrinken kann. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey, jetzt ist Twitch-Chat Anarchie. Das hast du gesagt. Bin nein, das da. Hat R3Z gesagt. Hab ich was verpasst? Nein. Nichts Großes. Nein. Für immer noch ein Krieg, der eklig ist, weil ich keine Flotten habe. Also keine Flotte mehr. Ja, ich hätte dir mit meiner gerade helfen können. Ey, es ist zu spät. Wir müssen eh später einen Rehost machen. Achso, du bist ja, genau. Ja, ich führe irgendwann mal nochmal einen Krieg gegen Venedig, wenn ich jetzt mal damals hier. Damals hier. Jetzt aber nicht nur wegen mir einen Rehost machen. Nee, auch wegen Johannes und wegen Battlefleur. Ja. Weil bei mir ist, ich bin bis jetzt aus jedem deiner Streams rausgeflogen. Stimmt. Wieso bist du denn überhaupt drin? Ich weiß es nicht, weil ich habe gedacht, dass es in der Runde hier besser wird, weil es in der ganz großen ist ja verständlich, dass ich rausfliege, aber... Ich bin nicht einmal in der großen Runde rausgeflogen. Jo. Ich auch nicht, okay. Ha 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 ha, sehr lustig, Heiko. Tatsächlich ist dein Spieler hin und wieder abgestürzt. Ja gut, mein Internet stürzt auch so ab und zu mal ab. 14. Wagen es über meine Armee zu lachen, das gibt Krieg. Deine billige Armee. Wer hat das gesagt? Welches Land? Ich glaube, ich habe jetzt eine größere Flotte als Heiko. Das kann gut sein, weil meine ist ziemlich am Arsch. Ich habe 18 Galeeren. Kennt jemand ein geiles Game wie zum Beispiel Siedler, DEDK? Ich weiß nicht, was das heißen soll. Oder Rise of Nations oder Stronghold und so weiter. Wargame ist nicht verkehrt. Ja, das ich ist kann zwar nicht, was du, es geht ja, gerade ging es ja eher ja, ich weiß, um Aufbaustrategie. Ich weiß, es war ein Spaß. Wie ist das eine Stadt der Aufbaustrategie? Wie ist das eine Stadt der Aufbaustrategie? Banished? Banished? Nein, nicht das. Factorio. Nicht SimCity, das SimCity, aber das City nicht Skylines. SimCity Skylines, genau. Factorio ist auch nicht schlecht. Ja, aber das ist mir ein bisschen zu kompliziert. Das Erbe der Könige, genau sowas ähnliches. Medieval. Age of Empires ist auch in die Richtung von Rise of Nations. Gut, Empire Earth. Empire Earth, ja, das wäre... Geil, mein Herrscher ist 70 Jahre Grand alt. Grand Ages Medieval ist auch noch ein Aufschlag. Heiko, du wurdest besiegt. Ja, aber Grand Ages Medieval ist... Naja, mit dem letzten kam ich so gut an, ne? Ein bisschen besser. Heiko, du hast keinen General in der Armee. Oh, scheiße. Setz den aus der besiegten Armee raus und setz ihn in die frische Armee rein. Du verlierst den Kampf, wenn du ihn nimmst. Hat jemand eigentlich von euch Stronghold 3 gespielt? Nein, ja. Ich hab nur gesagt, es war scheiße. Ja, ich hab's gespielt, es war scheiße. Gut. Die Venezianer. Ich hör, das war scheiße, ich hab's gelernt. Heiko, die Venezianer halten sich besser, als sie sollten. Naja, das Problem ist halt, Heiko muss das machen, was die Amerikaner gegen die Japaner gemacht hat. Der muss versuchen, eigentlich über Flotte zu spielen, wenn die ausgelöscht wurde. Granada, was holst du dir jetzt da von denen? Keine Ahnung, überlege ich mir gleich noch. Musst du Soria holen, weil ich brauche den Zugang ja noch zu Frankreich. Dann. Die wollen mit deinem Master nicht geben, ist das denn ernst? Portugal kriegt einen neuen Herrscher. Hat jemand Lust, Frankreich anzugreifen? Die greifen mich gleich an. Das wird richtig lustig.
Nein, ich würde nur gerne Korsika erobern. Los, Heiko, bereite dich mal vor gegen Frankreich. Wer will Krieg mitmachen gegen Aragorn? Ich. Alter. Auf jeden Fall. Gleich. Du bist nochmal. Tunesien. Okay, Tunesien und Granada, du? Ja, ich mach gleich mit. Ja, jetzt würde ich sagen. Alter, ich bin gerade noch gegen Castilien. Alter, ich führe einen Krieg, bei dem ich nichts machen kann, weil ich. Ja. Easy. Du kannst gegen Korsika Krieg führen, wenn die Frankreich im Krieg ist. Was? Weil die sind nur die sind Frankreich im Krieg. Aber Korsika ist mit Frankreich verbündet. Alter, ja. Das ist scheiße. Ich darf jetzt wahrscheinlich einen weißen Frieden oder sowas in die Richtung machen. Tun wir aber dafür einen Krieg gegen Aragorn, nicht gegen Frankreich. Ja, eben hier ist es doch Frankreich, nicht Aragorn. Ach, super, ich darf einen. Ja, ich habe über Frankreich geredet und dann kam Wüstenfuchs mit Aragorn direkt. Ja, weil wer ist Aragorn, das in den Kram muss. Ja, damit wir überhaupt eine Chance haben gegen Frankreich, damit die eine Grenze haben. Wobei oh, es gleich scheiße. Sicherlich. Aber dann musst du warten. So ein Dreckskrieg. Du hast doch eine Flotte. Nee, die ist tot. Ich dachte, ich hab doch nicht. Du hast 9 Schiffe, du hast 9 Galeeren. Ja, aber der Venezianer, ich hab eben seine komplette Flotte ausgelöscht. Auf einmal kommt er mit 40 Schiffen oder so. Das ist Venedig, als Handelsrepublik baut man seine Flotte. Ja, aber unser Waffenschild war doch nicht mehr abgelaufen. Die sind als Verbündeter beigetreten. Ich hab mit denen vor 5 Jahren noch Krieg geführt. Dann bau doch noch eine neue Flotte. Dann haben wir noch eine neue Flotte. Oder willst du mir jetzt sagen, dass du nicht das Geld dafür hast? Ich hab tatsächlich nicht wirklich viel Geld. Ich meine, ich gebe euch, ich gebe irgendwie 3 verschiedene Nationen Subventionen. Ich habe gerade dir 500 Dukaten gegeben. Ja, ich habe auch noch 300. Fuck, ja, nee, die habe ich ja ausgegeben für meine Armee. Die mir aber nichts bringt, wenn ich sie aufgrund meiner Flotte nirgendwo hinschicken kann. Kein meiner 50. Dann kündige doch mal Krim oder so, dass die Subvention. Du gibst ungefähr 10 Dukaten im Monat an Subventionen aus. Ja, ich weiß. Ich muss jetzt auch. Janik hat noch gemeint, 17 Minuten, was aber übertrieben ist. Studieren. Ja, ich muss. Jetzt erschieß diesen Tippen doch. Bitte? Ich spiel gerade, Third Age. Jetzt. Der Chat ist aber gerade schon wieder ein bisschen ruhiger geworden. Der Chat wird mal ein bisschen unruhiger. Granada? Ja. Mir gehört Paris. Werden wir noch Alter, sehen. Im Ernst, wo hat Venedig so schnell? Also es geht nicht darum, dass sie so eine Flotte haben, das ist klar, aber woher haben die so schnell? Die haben sie überall. Ich meine, die haben doch nur irgendwie 3 oder 4 Provinzen, wo sie es produzieren können. Ja, wenn sie da aber die haben überall haben. Die Gebäude, nee. Gebäude, also Schiffbaugeschwindigkeit minus 50%. Also in 5 Jahren kann man schon so eine starke Flotte wieder aufbauen mit 3 Provinzen. Außerdem halten sie halt Dalmatien vorhalten. Und sie haben noch immer... Pante oder wie das heißt, und Naxos. Hey, wieso mache ich jetzt auf einmal so wenig Geld? Koffer auch noch. Die hatten, glaube ich, auch Kreta, oder? Tunesien, so, du kannst ja schon mal deine Armee zu mir bringen. Wer warst du nochmal? Bei den Aragorn-Krieg jetzt gleich. Kannst du ja schon mal Armee machen, zu mir bringen. Ja, aber wohin? Granada? Granada. Genau, Granada. Was macht ihr? Also seid ihr jetzt bereit für den Krieg gegen Aragorn? Oder braucht man sobald die Provinz belagert ist. Okay. Und ich muss auch das Licht der Welt. Ja, ich warte schon. Habe ich Flottenstationierung? Oder nicht? Nein. Brauchst du aber auch nicht, ansonsten zahlst du nur Geld. Okay. Ich erhöhe mein Militär um 1 Kanone und 2 Infanterie. Doch, okay, ist belagert. Boah, ich hoffe, dass es der 30-jährige Krieg irgendwann mal ausbricht. Ich fürchte, du bist da eher im Unglück. Was habt ihr denn für Generäle?
Ich hol mir vom Adel immer meinen. Jetzt bin ich wirklich das Licht der Welt. Nein, warum ist Frankfurt dabei? Oh. Frankfurt ist das Licht der Welt. Ich habe nämlich einen 2-2er-General und deswegen wollte ich nur fragen. Ich bin weiter wie die. Ich habe 998 und die haben 788. Kann sein, Alter. Wenn ich 10 aggressive Explosionen gegen Frankreich schaffe, dann können die beitreten. Jetzt 15.000 Mann da drüben. Okay, gut, dann ist Yannick fertig. Dann würde ich sagen, gibt's einen Rehost. Gut, dann speichere ich hier mal ab. So, die Armee ist drüben. Ja, erstmal Neustart. Jo, und ich muss auch kurz was umstellen im Streaming.